Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich habe mich ja, ich glaube, einen Monat lang nicht gemeldet und ja, ich hatte wieder Probleme mit der Schule und bla. Jedenfalls habe ich mich nicht ganz im Hintergrund versteckt, sondern habe zwischendurch auch mal ein paar Videos gemacht, damit ihr noch wisst, dass ich lebe. Und ja, wem es aufgefallen ist, das Video wird nicht nur 15 Minuten gehen, sondern diesmal, schätze ich mal, 20 oder 30, mal gucken, ist gerade klappt bei mir. Und das soll heute mein Hauptthema sein, denn ich habe, seitdem ich über 100 Abonnenten habe, die Möglichkeit, Videos über 15 Minuten hochzuladen. Dann habe ich mich mal vorher in einem Forum schlau gemacht, weil ich das überhaupt nicht wusste. Und die meinten, ja, das kommt daher, weil ich mich mal bei einem Partnerschaftsteil da von YouTube irgendwie beworben habe. Und ja, ich möchte einfach mal in die Menge fragen. Hat hier jemand irgendwie über 100 Abonnenten und kann Videos machen, die länger als 15 Minuten sind? Oder wie schaut das bei euch aus? Das würde mich mal interessieren. Und ja, allgemein zu dieser Partnerschaft. Ich weiß nicht, diese Werbung auf YouTube allgemein ist so übelst nervig und es ist eben immer dieselbe und ich glaube nicht, dass ich so extrem eine Partnerschaft machen würde. Was ich selbst eventuell machen würde, wäre, dass ich diese Google Add-ons auf meinen Kanal poste, um dadurch irgendwie ein bisschen Geld zu bekommen, um neue Spiele zu kaufen, was ja natürlich auch ein bisschen Kosten tragend ist, um diese Videos eben zu machen. Und jo, es wäre dann natürlich cool, wenn ihr mich euren Freunden weiterempfehlen würdet, wenn ich euch gefalle, wenn ihr meine Videos toll findet. Und ja, ich denke, dass ich in Zukunft nicht nur Let's Plays machen werde, sondern eben noch ein paar Vlogs, Tutorials und ja. Momentan zeigt mein Programm an, dass das Video, also das komplette Video, noch 1,5 Stunden, also eine Stunde und 40 Minuten gehen soll. Und ja, was mich verwundert hat, ich habe mir gerade das Video schon mal vorher angeguckt, damit ich ungefähr weiß, was ich reden soll, und mich hat echt gewundert, dass ich manche Missionen überhaupt nicht mehr kannte, ne? Dass es schon so alt war, hätte ich echt nicht gedacht. Aber ja gut, es kommt eben vor, ne? Und ja, was mich persönlich auch noch interessieren würde, wäre, was findet ihr eigentlich besser? Crysis 2 oder Black Ops? Ich finde Black Ops an sich, also es bezieht sich auf den Multiplayer, ne? Nicht auf den Singleplayer. Ich finde Black Ops an sich ist cooler, obwohl die Voraussetzungen für Black Ops eben viel zu hoch sind. Und ja, es ist eben so, bei Crysis 2, was ja eine extremst krasse Grafik hat, ich würde sie jetzt fast als beste Grafik 2010 und 11 einordnen, ist das schon, also den Voraussetzungen nach für das Spiel, ist das echt wenig. Es braucht, glaube ich, nur 1 GB RAM und ja, halt ganz wenig Voraussetzungen, ganz minimal. Wobei Black Ops natürlich auf der auf dem Kern von COD4 aufbaut und daher eine extrem hohe Anforderung benötigt, weil die Grafik ja auch nicht so schlecht ist, aber sie ist halt nicht so gut wie bei Crysis, ne? Und ja, aber ich finde, angemessen des Gameplays und des Prestige-Moduses, den Ansporn auf ein höheres Level zu kommen, einfach besser wie bei Crysis. Und das Waffenarsenal bei Black Ops ist auch größer. Bei Crysis gibt es, glaube ich, insgesamt rund 20 Waffen und bei Black Ops 30 plus. Ich weiß jetzt nicht genau, aber es sind rund über 30, denke ich mal, auf jeden Fall. Okay, ja, was mich noch interessieren würde, soll ich mal irgendwas anderes machen? Ob ich jetzt mal nur Let's Plays machen sollte, wäre ja jetzt langweilig. Ich meine, soll ich in irgendeiner Richtung mal ein Tutorial machen, wie zum Beispiel auf Photoshop oder bei After Effects, bei Cinema 4D oder und so weiter. Ist ja egal. Jedenfalls, mich würde das einfach mal interessieren, ob ihr die Let's Plays gut findet oder ob ich vielleicht auch mal ein Online-Commentary machen sollte oder wie ihr das meint. Das würde mich einfach mal interessieren.
Um das jetzt hier nicht als reines Frage-Antwort-Teil ausklingen zu lassen, denke ich mal, wir reden jetzt noch ein bisschen über Allgemeineres, und zwar über das Map-Pack von Black Ops. Das Map-Pack beinhaltet ja die fünf neuen Maps, nämlich eine Zombie-Map, dann Berlin War, Checkpoint C, also dieser ach Quatsch, das ist ja Berlin War, dann dieses Eishockey-Stadion, dann eine Slums-Map oder wie das ungefähr ist, ich weiß nicht genau, das ist so ja, ich weiß nicht, wie die heißen, so genau habe ich mich das nicht informiert, aber ich habe die bei einem Freund mal anspielen können und ich fand sie eigentlich relativ cool, nur der Preis von 15 Euro, jetzt sind es ja noch Rabatt drauf auf Steam momentan, aber 15 Euro für 5 beschissene Karten ist doch schon übertrieben, oder? Ich meine, da bezahlt man für eine Karte, die man noch nicht mal auf jedem Server spielen kann, 3 Euro. Und das ist meiner Meinung nach echt extremst überteuert. Ich würde das, also wenn ich der Hersteller wäre, würde ich vielleicht den Preis auf rund 8 Euro oder so setzen. Weil ich denke, dann würden es auch mehr Leute kaufen, wie wenn man es für 15 Euro. Also 15 Euro ist meiner Meinung nach echt ein bisschen krass. Aber, ja. Jedoch muss ich sagen, dass die Map Packs zu campen anregen, weil sie zum Teil wirklich total verschachtelt sind und ein Haufen Häuser dabei sind. Bei Berlin War gibt es so ein Haus, da stehen sie immer drin. Da kannst du hinten in. Da gibt es nur einen Eingang. Und das ist eine Treppe hoch. Und da ist man halt direkt am Fenster und sieht direkt auf den Hauptbereich des Spiels. Dann campen diese Wannabe-Pros, campen da dort oben immer und das ist einfach nicht schön. Ich meine, man kann ja mal campen, aber auch nur, wenn man dann unbedingt einen neuen Abschuss bekommen will oder wie auch immer, aber dieses Dauercampen ist doch einfach total lahm. Und ja, das möchte ich jetzt auch mal noch gesagt haben. Ein paar Freunde haben mich schon gefragt, ja, warum machst du denn keine Videos mehr? Ich hatte einfach keinen Ansporn mehr. Mich hat es einfach genervt, dass ein Kollege von mir und ein paar andere einfach immer mich verarscht haben und gemeint haben, die Videos sind voll scheiße. Ja. Das hat mich natürlich ein bisschen getroffen und fand ich natürlich scheiße. Und ja, ich meine, irgendwann macht es auch keinen Bock mehr, Videos zu machen. Ich meine, wenn man Videos macht, opfert man Zeit. Da könnte ich anderes Zeug tun, da könnte ich für die Schule lernen oder was auch immer. Und ich opfer diese Zeit, mache die Videos und stelle sie hoch. Ich möchte mich jetzt natürlich nicht als ultra genial darstellen, wie ich mache die besten Videos hier, ihr müsst die ja tolerieren und da. Nee. Mir geht's einfach nur darum, dass ich meine eigene Meinung preisgebe und es ist halt so, ich habe die Videos gemacht, nur jetzt mache ich sie halt nicht mehr für mich selbst, sondern mache die schon für die Community von YouTube. Und das schockt mich halt natürlich schon ein bisschen, weil dann ist man abhängig und man steht halt ein bisschen unter Zeitdruck, wenn man ja die Videos fertig bekommen will. Und ja, ich meine, ihr müsst dann halt schon mal ein bisschen tolerieren, dass ich für ein, zwei Wochen mal keine Videos poste. Und ja, es ist halt nicht so, dass ich gar keine Videos mache. Ich mache dann halt mal ein neues Intro oder mal ein Vlog oder sowas. Ja, ich bin halt nicht der, wo sich auf ein Datum festlegt und sagt, ich mache dann und dann ein Video. Ja, so Vlogs-mäßig bin ich echt miserabel. Dafür möchte ich mich halt auch mal entschuldigen. Wie gesagt, der Ansporn hat mir gefehlt gehabt, aber jetzt denke ich mal, komm, mach mal noch ein paar Videos. Tut dir selbst auch ein bisschen gut. Und ja, jetzt bin ich halt zurück und meine Stimme quietscht wieder. Bin ich halt zurück und ja, denke ich, mach dann halt ein paar Videos. Und beziehe mich dann halt auch auf Vorschläge der Zuschauer. Okay.
So, jetzt sind auch schon 10 Minuten rum und 10 oder 20 liegen noch vor uns. Und ja, sprechen wir mal allgemein über die ganze YouTube-Geschichte und ja, wie das eigentlich angefangen hat. Ich habe eigentlich so ein paar Let's Plays gesehen von so ein paar Kommentatoren, beziehungsweise von Machinima, habe ich mir gedacht, ja, sieht doch ganz cool aus. Denkst du, komm, mach doch auch mal so ein paar Let's Plays. Und benutze das als Einleitung auf irgendwelche andere Sachen, wie zum Beispiel Online-Commentaries oder Glitches, obwohl ich dafür, glaube ich, einfach zu dumm bin, weil ich die nie finde. Und ja, ich meine, ich habe da schon einen Haufen Arbeit reingesteckt und ja, wenn es halt nicht toleriert wird und runtergemacht wird, dann fühlt man sich natürlich schlecht und denkt, oh, warum opfere ich die ganze Zeit und bekomme nichts dagegen. Also im Gegenzug dessen. Und ja. Was ich halt noch zu Crysis 2 finde, ist, dass es halt eben ein totaler Abklatsch von Black Ops ist. Jedoch fehlt mir einfach dieser Clan-Tag fehlt mir. Dass man halt seinen Account universell gestalten kann. Und ja, das fehlt mir ein bisschen, weil Crysis 2 ähnelt Black Ops ganz extrem und ist daher eigentlich ein Klon davon. Ja. Ich wurde gerade kurz unterbrochen, aber das ist jetzt egal, weil ich weiß noch, wo ich war. Also, Crysis 2 ist fast ein Klon von Black Ops. Was mir jedoch fehlt, ist halt dieses Clan-Tech. Und was ich bei Crysis 2 richtig cool finde, ist die Hundemarke, genau. Weil wenn man jemanden getötet hat, muss man erst über so einen Lichtstrahl drüber laufen, damit man auch den Abschuss wirklich bekommt. Weil bei Black Ops ist es einfach so, dass meistens Gruppen rumrennen und die dann zusammen irgendwelche Leute killen und dann einer von denen halt einen Kill bekommt. Und so ist es dann halt, dass man eher auf sich alleine gestellt ist, was ich halt cooler finde. Und da man dann halt ein bisschen aktiver reingehen kann und nicht so passiv wie bei Black Ops spielen muss. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir halt Black Ops besser wegen dem Prestige-Modus, was ich nämlich schon gesagt habe. So. Nun nochmal zu Black Ops. Black Ops läuft auf meiner Xbox nicht mehr. Gar nicht mehr. Und weshalb auch immer habe ich mir es dann für den PC geholt. Und bin da jetzt schon Prestige 4. Aber das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, 2 Monate oder so. Und mich hatten, glaube ich, am Anfang zu meinem ersten Let's Play ein paar Leute angeschrieben, ob ich mir es vielleicht noch für PC holen würde oder ob ich auf PC spiele. Für die Leute, die das jetzt noch zusehen, ja, wir können mal zusammen spielen, kein Problem. Schreibt mich einfach an, dann gebe ich euch auch meinen Account-Namen von Steam. Und ja. Auf jeden Fall ist es bald so, dass ich mich da vielleicht abmelde, weil Facebook geht mir so auf die Nerven. Meine ganzen Freunde meinen, sie müssten mir irgendwelche Spieleinladungen schicken. Und ich glaube, ich habe da jetzt schon irgendwas mit 30 Spieleinladungen oder sowas und ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich bin da eh so gut wie nie online und ja, mal gucken. Vielleicht mache ich mal, wenn ich mal ein bisschen populärer bin auf YouTube, mache ich da mal einen extra Account für meinen YouTube-Channel. Ja. Dann denke ich schon, dass ich mir das nochmal einrichte. Jedenfalls für sowas wie Privatzwecke benutze ich Facebook eigentlich gar nicht. Auf Bildern wurde ich von irgendeinem Spanier verlinkt, wenn mein Nachname irgendwie auf Spanisch Recht oder sowas heißt. Und hat mich ein bisschen verwundert, weil
weil ich echt gedacht habe, dass man da die Leute kennen muss, die man verlinkt. Und ja, hat mich ein bisschen verwundert. Aber ja, das Schuljahr, mein Schuljahr ist ja auch schon bald rum. Ich komme aus dem Saarland und im Saarland ist dieses Schuljahr dieses Jahr extremst, wirklich extremst kurz. Und ich glaube, ich schreibe jetzt bis zum, also ich habe jetzt die ganze Zeit jede Woche mindestens 2 Arbeiten geschrieben. Und das ist halt auch ein Grund dafür, dass ich nicht so viele Videos machen kann. Nächstes Jahr, in Jahrzehnten, habe ich dann noch verschiedene Stunden dazu bekommen. Ich habe nämlich noch Informatik und habe dann noch Spanisch und habe dann in der Woche, glaube ich, insgesamt, warte, 36 oder 37 Schulstunden in der Woche. Und ja, das ist ein bisschen viel. Diese Mission hier, muss ich jetzt gerade erwähnen, fand ich richtig cool, weil man hier mit einem Tomahawk richtig rumrennen kann und nicht nur wie im Spiel damit rumwerfen kann, sondern richtig schlagen kann, weil es jetzt, das ist ja ein Wurfbeil, ne? Und jo, das fand ich richtig cool. Aber zurück zur Schule, weil nächstes Jahr wird halt ein bisschen gechillter, weil da ist das Schuljahr allgemein länger. Und ich bekomme nicht so früh schon Ferien, weil ich habe in diesem Jahr schon Anfang Juni oder Ende Juni, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, bekomme ich schon Sommerferien. Und ich schreibe bis dorthin Unmengen von Arbeiten. Also diesen Monat schreibe ich jede Woche 2 bis 3 Arbeiten. Und ja, es ist schon immer viel. Und ich versuche jetzt halt dieses Let's Play hier fertig zu bekommen, weil ich übernächste Woche wieder Französisch schreibe und dafür wieder extrem viel lernen muss, weil ich Französisch einfach ein totaler Low-Bob bin. Und ja, ich mag es nicht. Gar nicht. Und ja. Hallo Leute, ich wurde schon wieder unterbrochen. Ihr merkt das ja nicht, aber mich stresst das voll. Und ja, jetzt mal weg von Schule und wieder hin zu Gaming. Was gibt's denn eigentlich noch für geile Spiele? Ich kenne eigentlich hauptsächlich nur so Shooter wie COD. Ja, da hängt's bei mir schon, weißt du? Und ich weiß nicht, soll ich. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich auch noch ein paar Minecraft-Tutorials. Aber Minecraft ist bei mir immer so. Ich baue etwas. Also, ich fange um 4 Uhr, also 16 Uhr mittags, fange ich ungefähr an. Hab dann eine Wand hochgezogen und dann ist nachts um 2. Das nenne ich zeitraubend. Und zwar wortwörtlich. Deswegen mal gucken, ob ich da noch ein paar Videos mache. Da könnte ich mir schon so gut ein Tutorial, ein Intro vorstellen. Und dann bleiben wir gerade beim Thema Intros, was ich nämlich auch noch anreißen wollte, ist nämlich das Thema Intros. Ein paar Freunde von mir haben mich gefragt, komm, mach mir doch mal ein Video. Ein Intro, du kannst das doch so gut. Und ich denke mal, dass ich da vielleicht auch noch ein paar Tutorials zu machen werde. Wenn ihr da genauere Ansprüche habt, dann schreibt mir die einfach. Und dann guck ich mal, was ich da so rumreißen kann. Und wenn ihr irgendwie ein Tutorial von After Effects oder von C4D, also Cinema 4D, sieht, aber es ist halt Englisch oder so, und ihr kennt kein Englisch, dann kann ich ja das euch für euch mal nachmachen und gucken, dass ich das hinbekomme. Und ja, hier muss ich jetzt gleich sagen, dass ich gleich verrecke und irgendwie nicht richtig gut schneiden konnte und deswegen so ein kurzer Ruckler gibt. Ja, hier, genau. Aber das ist ja unwichtig, weil ihr ja wisst, wie ich das bearbeite. Zumindest die Leute, die mein Vlog gesehen haben. Was mich arg gewundert hat, war ja, dass da so viele gute Rückmeldungen gekommen sind, weil ich habe, glaube ich, eine Stunde nachdem ich es hochgeladen habe, schon 2 Likes gehabt. Und wieder mal hat ein guter Freund von mir, der meint, er wäre so lustig,
gemeint, der müsste wieder einen Kommentar drunter schreiben, was ich natürlich dann wieder gelöscht habe. Stimmt's, Theo? Und ja, er macht ein paar Videos in Sachen League of Legends und so und meint da, ja, er ist da relativ gut drin. Also, das heißt relativ, er ist richtig gut drin. Also, ich habe mal mit ihm gespielt gehabt, weil er mich ewig dazu gezwungen hat, spiel doch mal LOL, spiel doch mal LOL. Und dann habe ich nochmal gespielt und er hat mich mehr oder weniger gekroppt. Und ja, sein Kanal ist, verlinke ich wahrscheinlich auch nochmal bei mir auf dem Kanal. Sein Kanal verlinke ich bei mir auf dem Kanal, ja. Hatte ich schon, aber ich habe ihn dann nochmal gelöscht, weil er mich ja immer so beleidigen musste. Und ja, das ist eigentlich ein ganz lieber, der nur manchmal ein bisschen extrovertiert ist und meint, dass er das ganz arg preisgeben muss. Jo. Zurück zu First Strike nochmal. Ich habe gerade vorhin, als ich da wieder unterbrochen wurde, überlegt. Ich habe gar nicht gesagt, ob ich mir es gekauft habe oder nicht, weil ich habe mir es nicht gekauft. Wow, deutsche Sprache, schwere Sprache. Nee, ich habe es nicht gekauft, weil ich einfach den Preis zu krass finde. Und vielleicht hole ich es mir noch, aber da warte ich mal noch, bis es vielleicht ein bisschen billiger wird. Oder vielleicht kriege ich es ja auch geschenkt. Ich habe ja auch bald Geburtstag. Und wünsche mir da eine PS3 und ja, mal gucken. Ich werde dann wahrscheinlich, also ich hole mir eine PS3, weil es für die Xbox einfach Spiele wie ein Spiel, das mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ich unbedingt mal spielen wollte, nicht gibt, nämlich Heavy Rain, das Spiel, mein Lieblingsspiel, bei einem Kollegen gespielt, wollte nicht mehr aufhören, komm heim, Google für Xbox Heavy Rain, fuck, gibt's nicht. Ja, war natürlich ärgerlich und ja, das Leben ist halt wie es ist und ich denke mal, dass ich mir dann eine PS3 hole und dass ich da natürlich auch mit Abonnenten spielen werde. Und ja, ich denke mal, dass ich hier jetzt auch bald einen Schnitt mache, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, was ich noch reden soll. Ich einfach noch denke, dass wir diesen Videoabschnitt hier noch gucken und dann auch bald schon einen Schluss machen. Und ich glaube, das hier ist jetzt Steiner. Ja genau, es ist Steiner. Und der wird jetzt von uns kaltblütig umgebracht. Und ja, das fand ich damals, als ich das gespielt habe, krass, weil der arme alte Mann, mehr oder weniger. Ja. Also er sagt irgendwie, dass der Nova, also Nova heißt ja Strahlung oder sowas in der Richtung, dass das Töten davon die Nova halt nicht aufhalten wird. Und ja, also dass man hier jetzt nicht gesehen hat, wie man abgeschossen wurde, hat mich erst gewundert. Aber am Schluss sieht man ja halt noch, dass Mason eigentlich alles getan hat und Reznov gestorben war. Und dann sieht man halt, wie er erschossen wird. Ja. Gut, dann denke ich, wir warten jetzt noch, bis da fertig ist. 20 Minutes earlier, genau. Gucken wir jetzt noch hier den Anfang, diese Information, und dann mache ich auch einen Schnitt und hoffe, dass ihr mich auch abonnieren würdet, weil ihr mich weiterempfehlt, mir einen Daumen hoch gibt und ja, kommentiert auch meine Videos und okay, man sieht sich dann wohl im nächsten Part, ne? Ciao.